Ihr Song Holiday in Cambodia wird zur ersten kalifornischen Punk-Hymne. Wenn du den harten Macker spielen willst, dann geh doch zu Pol Pot, so die Message. Jell-O legt den Grundstein der amerikanischen Punk-Rebellion. Er ist Globalisierungsgegner, bevor der Ausdruck überhaupt existiert. Der Slogan, hasse die Medien nicht, sei die Medien, den die Demonstranten 1999 bei den Unruhen von Seattle skandieren, stammt von ihm. Dieser Spruch war schon auf der Platte Die for Oil, Sucker, um gegen den ersten Golfkrieg zu protestieren. Hasse die Medien nicht, sei die Medien. Viele Punks hatten sich den Slogan auf die Klamotten gepinselt. Da dachte ich mir, wenn der noch so aktuell ist, kann ich ihn ruhig nochmal ausgraben. Mit seinem Label Alternative Tentacles prägt Jell-O Ende der 70er die kalifornische Independence-Szene und bringt die Punkwelle ins Rollen. Er ist 5 Jahre alt, als John F. Kennedy ermordet wird. Damals lebt er noch unter dem Namen Eric Reed Boucher in einem kleinen Städtchen von Colorado. 1979 fällt bei ihm schließlich der Groschen. Ich sah die Ramones. Die machten einen Mordsdruck und waren richtig gefährlich im Vergleich zu damaligen Bands. Und ihr Sound war so einfach. Joey machte immer dieselbe Bewegung mit dem Mikroständer. Da dachte ich, Moment mal, das könnte ich eigentlich auch machen. Das kann ich auch. Ja, genau das will ich auch machen. Mit 18 stößt Jell-O in einem Plattenladen auf die Annonce von Gitarrist East Bay Ray. Zusammen gründen sie die Dead Kennedys. In ihrer ersten Single California über alles von 1979 machen sie Gesundheitsapostel Jerry Brown nieder, den sie als grünen Faschisten sehen. Jerry Brown, der damalige Gouverneur Kaliforniens, hatte gesagt, dass nur jemand auf einem weißen Pferd die Menschen ins gelobte Land führen könnte. Er behauptete zwar nicht, dass er derjenige war, aber alle hatten es so verstanden. Da bekam ich richtig Schiss, weil er das Talent besaß, Menschen um den Finger zu wickeln, die nach einem Guru suchten. Sein Name ist eine Anspielung auf das Nord-Süd-Gefälle. Jell-O ist die Marke eines Puddings, dem Lieblingsnachtisch amerikanischer Kids. Und Biafra, eine von Hunger und Kriegen geplagte Region in Nigeria. Das Wort Biafra wurde damals automatisch mit gewissen Bildern assoziiert. Deshalb habe ich diesen Namen ganz bewusst gewählt. Jell-O ist das perfekte Beispiel für die amerikanische Plastikgesellschaft. Und Biafra symbolisiert, was wir anderen Ländern antun. Beide Wörter zusammen verursachen einen regelrechten Kurzschluss im Hirn. 1979 kandidiert Jell-O Biafra für das Bürgermeisteramt in San Francisco und dreht den ersten Punk-Wahlspot der Geschichte. Auf diese Idee war ich auf der Fahrt zu einem Père Ubu-Konzert gekommen. Ich saß eingequetscht auf dem Rücksitz von dem alten Volkswagen unseres Schlagzeugers, als der mir sagte, hey Biafra, du bist doch so ein Großmaul. Warum wirst du nicht Bürgermeister? Shit, habe ich gedacht. Warum eigentlich nicht? Ich hatte keinen Schimmer, auf was ich mich da einlasse. Mein Wahlprogramm habe ich noch während des Père Ubu-Konzertes auf eine Serviette geschrieben. Ich habe noch am selben Abend so vielen Menschen von meinem Plan erzählt, dass es einfach keinen Weg zurück gab. People to show I was running for mayor, I couldn't back out. Jell-O says since he saw Mayor Dianne Feinstein trying to clean up the Tenderloin with a broom, he's decided to clean up her neighborhood with a vacuum cleaner. He's also starting to show up at candidates' nights. And as you might imagine, he was quite a hit at the recent meeting of the Knob Hill Neighbors Association. Allen, die meine Kandidatur für einen Witz halten oder für einen Publicity-Gag, möchte ich sagen, dass es für mich nicht mehr oder weniger ein Witz ist, als für alle anderen Kandidaten. Nazi Pigs, fuck off! Er verliert die Wahlen nur knapp.
Prompt erlässt der Gouverneur ein Gesetz, welches das Kandidieren unter einem Künstlernamen verbietet. Unterdessen führt Jello seinen Feldzug auf der Bühne fort mit dem Antifascho-Titel Nazi Punk Fuck Off. Seinen größten Skandal verdankt er aber einem Bild von Giga. Mit dem Plattencover, das der Designer des Filmmonsters Alien für die Dead Kennedys entwirft, handeln sie sich eine Klage wegen Pornografie ein. Meine einzigen Auftritte bei großen Sendern wie CNN hatte ich wegen des Covers unserer Scheibe Frankenchrist. Auf einmal war ich als Militant gegen die Zensur abgestempelt. Frank Zappa hat mich damals sehr unterstützt und ich ihn. Ich gab viele Interviews und anstatt meine Gedichte in Cafés vorzulesen, hielt ich Vorträge an den Unis, als Experte in Sachen Zensur. Too slow. Keep Home Factory, take four. Nach 5 Alben kommt es 1986 zum großen Clash, als eine Jeansmarke den Song Holiday in Cambodia für einen Werbespot missbrauchen will. Klaus Florid, unser Bassist, war ganz besonders scharf drauf, unseren Song in diesem Levi-Spot zu hören. Ich fragte ihn, warum, ob es ihm klar sei, dass er meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setze, dass ich mir damit eine Menge Stress einhandeln würde. Und er antwortete, sag doch einfach, dass es für einen guten Zweck war. Wir behalten 5% und der Rest geht an eine Hilfsorganisation. Nein, umgekehrt, 5% für den guten Zweck und der Rest für uns. Ich hätte kotzen können, als er das sagte. Der Streit endet nicht nur mit dem Tod der Dead Kennedys, sondern auch vor Gericht. Das Urteil, Jello muss seinen Ex-Band-Kollegen $200.000 zahlen. Ich war gezwungen, Hunderttausende von Dollar zu bezahlen, die ich nicht besaß. Deshalb muss ich einen Kredit abbezahlen, bis an mein Lebensende. Die haben alle Recht an den Dead Kennedys. Ich habe da nichts mehr zu melden. Zu jeder Revolution gehört auch Kunst. Sie ist ein gutes Instrument der Propaganda. Außerdem macht sie Spaß. Kunst braucht man zum Leben. Sonst wird man so grässlich wie James Baker oder Dick Cheney.